Okay, muss nicht sein, oder? Wieso? Hier steht Zähne öffentlichen Dienst. Ja. Ja, ich habe mehrmals Probleme gehabt, ich habe viele Anzeigen gehabt, weil ich das auch gar nicht verheimlicht habe, weil ich zu denen stehe, was ich tue. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Mensch das Recht hat, mir meine Medizin zu verbieten. Was geht ein Richter, was geht der Österreichischen Republik an, welche Moleküle ich zu mir nehme, was mir mein Leben erleichtern? Habe ich Sie richtig verstanden? Das heißt, das Gesetz glaubt, in dem Fall das Gericht oder auch die Polizei, dass Sie Cannabis weiterverkaufen, oder? Das Sie haben steht ja natürlich auch das Raum. Angenommen. Sie haben den Verdacht gehabt und haben mich natürlich auf § 28 angeklagt, haben mich quer durch die Bundesländer verfolgt, mit Beisender, den was an mein Auto gebracht haben, haben mir meine Ferienhütten in Großramming aufgebrochen. Und da sind immer 8 bis 10 Polizeibeamte dabei gewesen bei sämtlichen Hausdurchsuchungen. Und das steht alles miteinander in keinem Verhältnis mehr, weil die Verfolgung allein von mir geht schon im 5- bis 6-stelligen Bereich. Und der Cannabis-Suchtclub fordert jetzt eine Kostenoffenlegung über die ganze Verfolgung, die was mit mir passiert ist. Und ich sehe das nicht mehr ein, dass ich quer durchs Land verfolgt werde. Ich habe niemanden was tun, ich habe keinen Sager, ich habe keinen Schnitten. Ich habe immer gearbeitet, ich habe meine Steuern gezahlt, ich bin ein geistbesittliches Wesen, ich bin zum Guten ausgerichtet und ich habe die Nase voll. Von dem kompletten System. Hat die Polizei den kompletten Fall überhaupt gefunden bei Ihnen? Was gefunden hat in Großramming, ist sowieso lächerlich. Für das, was wir mal hinten aufgerufen haben, haben sie Anhaftungen gefunden. Wissen Sie, was Anhaftungen sind? Es ist beim Brändler, da wo ich mir was gerade hat, was picken blieben. Und das ist im Prinzip alles. Und bei mir zu Hause haben sie 20 Gramm gefunden. Und für das haben sie einen Aufwand gemacht, dass sie mich monatelang observieren, verfolgen, diskriminieren und kriminalisieren. Anhand nur, weil ich mit dem Auge gezwinkert habe, ein neurologisches Augenleid diagnostiziert und weil angeblich der linke Mundwinkel runterhängt, hätte mir die Amtsärztin in St. Johann einen Schlaganfall diagnostiziert. Da habe ich dann eine Beschwerde geschrieben an die Bezirkshauptmannschaft St. Johann. Ich bezweifle die Fachkompetenz und stehe zu weiteren Untersuchungen mit dieser Ärztin ohne Rechtsbeistand nicht mehr zur Verfügung. Diese Ärztin ist eine Schande für die Behörde und ich behalte mir jegliche weitere Schritte vor, um einen Schadensanspruch geltend zu machen. Und auf dieses Schreiben hier hat mir die Bezirkshauptmannschaft wieder ein Schreiben zugesandt, der was den Fall geprüft hat und behauptet hat, dass die Vorgehensweise der BH einen Anwalt? Also, ich verteidige mich allein. Das bedeutet, ich brauche keinen Rechtsbeistand, weil ich auf das positive Recht verzichtet habe. Ich hoffe, dass der John Kreisel für meinen Austausch mit begleiten kann und er wird mich aus meinem Sprachrohr verteidigen. So gut ist es möglich. Ich habe schon mit dem Geschäftsleiter und mit dem Gerichtsvorsteher ein Gespräch geführt dort, eine halbe Stunde lang, und habe ihnen versucht zu erklären, nur einmal aus der juristischen Betrachtung, dass das, was da passiert, eigentlich nicht passieren darf. Vor allem in diesem sogenannten Gericht, weil die sind mit mir gemeinsam seit der ersten Stunde mit der Thematik konfrontiert. Seit 3 Jahren konnten die genauso wie ich die Hausübung machen. Und das heißt, Sie haben auch zu medizinischen Zwecken Cannabis angebaut? Nein, da geht es nicht um Cannabis in dem Fall, sondern da geht es um Gerichtsbarkeit. Da geht es darum, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen, nicht als Person, der Mensch als Person, der ist alle diese Statuten unterworfen von der Republik, aber das geistig-sittliche Wesen Mensch, da wo er sich zum Guten und zum Gewissen bekennt, selber, wo er sagt, ich meine es gut, von mir geht keine Gefahr aus. Da ist das Gericht nicht mehr zuständig. Da reicht das Rechtssystem nicht mehr außer. Da ist die Grenze. Und deswegen ist der Richter nicht zuständig. Der Richter hat eigentlich so lange, bis er sagt, ja, so heiß ich, ja, ich bin das, ich bin da geboren und so. So lange ist der Richter das. Der Richter ist der Name. So lange, bis er den Namen annimmt. Und deswegen habe ich jetzt gerade dem Richter und dem Gerichtsvorsteher da oben einen schwarzen Peter am Tisch gelegt. Die haben gerade von mir Kartenspielkarten auf den Tisch gekriegt, da, du hast den schwarzen Peter. Und wie haben die darauf reagiert? Ja, gelacht haben sie, weil sie wissen, um was es geht. Der schwarze Petrus. Ja, katholische Kirche, der Name gehört der Kirchen. Wir sind nicht unsere Namen. Wir könnten alle Namen haben. Du könntest jeden Namen haben von deiner Mama. Deiner Mama hätte es geglaubt. Und ich habe ihn geglaubt, ja. Aber das sind wir nicht. Wir sind nicht die Namen. Die Namen gehören der Kirchen. Und deswegen
ist die Kirche unter die Gerichtsbarkeit, deswegen steht der Jesus da drin, nicht zuständig, wenn wir als Wesen von unseren eigenen Planeten auftreten. Halleluja. Die brauchen keine Frage, die haben viele. Ich glaube, wir müssen nur durch diese Sicherheitsschleuse. Alles andere ist abgesprochen. Von Cannabis, von Fündus, von Ding, das haben sie überall mit allen Wirten, der sechs bei der BH in Salzburg kennt. Der Führerschenstück, ja. Und jetzt auch mal die Nachteile. Viel zum Sagen, das ist eh wortlos zum Kommentieren eigentlich. Ich meine, das Einzige, aber davor, dass alles so Frechheit ist, aber rein da drinnen finde ich die Frechheit, dass der Richter ständig in Zigarette hineinredet, während der Angeklagte oder in dem Fall dann der Martin wieder am direkt redet. Das ist eigentlich recht unmenschlich und auch sehr unhöflich, finde ich. Und ja, vom Rest, glaube ich, der spricht für sich selbst, dass wir eigentlich schon weit drüber sind über das, was erledigt gehört. Aber wird nicht mehr so lange dauern. Was war für dich am eindrucksvollsten bei der Verhandlung? Was war für dich am meisten wichtig? Wichtig. Ja, eigentlich wollte ich das einmal sehen, wie das abbrennt. Ne? Mhm. Und es ist eine Frechheit. Also generell, dass das so abbrennt, das Schauspiel, der Arsch oder die ganzen Kasperl-Geschichten, das ist traurig. Also der Mensch wird sowieso ausblendet und nur die Person zerrissen. Mhm. Und dann zerreißen sie, wie es wollen, da sitzen nur ein paar Einzelne, was das unterstützen. Eine Frechheit, einfach eine Frechheit. Und hat dich auch die Ignoranz vom Richter beeindruckt? Ja, also von allen, die tun ja alles, was wird da jetzt gar nichts gesagt worden sein über das Menschliche. Ne? Und dass der sagt, erstes tut mir weh und ich helfe mir da selbst und ich bin da jetzt kein Orger, sondern ein Mensch einfach. Ne? Ja. Und wenn das wirklich regelmäßig so durchgeht, dann wundert mich nichts mehr. Dann hält es nicht mehr lang. Wie bist du beeindruckt von der Ignoranz von Richter? Ja, ich hab nicht dabei nicht dürfen, ne? Ich habe keinen Ausweis gehabt. Du warst gar nicht dabei. Nein, ich habe mir dabei ein Bier geholt. Ne? Was hast du da schon erfahren? Warte, aber zwei Monate Ding, das heißt ein Jammer, ne? Soll man sagen. Ja. Aber findest du das gerechtfertigt, den Aufwand, der was da betrieben wird, für das bisschen, was da gefunden worden ist? Auf keinen Fall. Das war eine lächerliche Geschichte. Theateraufführung. Freien oder lebendigen Menschen, Frauen und Männern umgehen und sie ignorieren. Wie man jetzt gesehen hat, sie ignorieren es ja gar nicht. Sie wollen das ja klar halten und schossen. Ich finde es als Mensch sehr ungerecht. Sehr ungerecht, nach meinem Geschmack, nach meinem Herzen, nach meinem Empfinden. Und, ich sage nur weiter so. Wird schon passen. Wie empfindet ihr das Urteil? Scheiße. Ich finde, der Richter war voll genervt, weil wir alle da waren, weil er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, weil so viele Leute da waren. Und durch das ist der Rauschen ist dann von den Leuten, wenn sie bloß gelacht haben, das war ein bisschen übertrieben. Und es war schade, dass er sich da so aus der Fasson hat bringen lassen, weil eigentlich möchte man meinen, es ist ein professioneller Richter. Und dass er sowas nicht aus der Fasson bringt, wenn man Richter ist, und das finde ich eigentlich recht warm, muss ich sagen, dass da dann so eine Reaktion kommt. Ich meine, das Urteil ist zwar jetzt nicht gerade so heftig, aber gut finde ich es auch nicht. Das Verhalten vom Richter beurteile ich so, dass er einfach nicht erkennt, dass es Menschen gibt, die was Cannabis als Medizin benötigen und trotzdem dann eine Strafe aussprechen. Weil wenn er selbst damit behaftet war, dann wird er höchstwahrscheinlich selbst genau das Medikament, wenn er am besten nur hilft oder am besten hilft, würde er selbst annehmen. Darum finde ich in der Hinsicht überhaupt keine Art von Schuldzuweisung gerechtfertigt.
er ist rein nach Gesetz gegangen, das, was er als Richter, wie sollte ich sagen, von seinem Recht her, was er kennt, hat man da einfach ein angemessenes Urteil von seiner Sicht gegeben. Aber von meiner Sicht her bedarf es kein Urteil für einen Menschen, der was Cannabis aus Medizin benutzt. Es geht um nichts. Und das steht mit dem, was ich schon durchgemacht habe und mit dem, was ich verfolgt worden bin und der Verfolgungsdruck, wie ich diskriminiert und kriminalisiert worden bin. Im Prinzip für nichts. Ja. Ja. Aber der Staat betreibt dann nur den Aufwand für so ein bisschen Sachen, ne? Genau, richtig, weil die Verfolgung von mir, die streckt sich jetzt schon mittlerweile Jahre hindurch und die geht jetzt schon in 5- bis 6-stelligen Bereich. Und der Cannabis Social Club möchte eine Kostenauflegung haben von der ganzen Verfolgung, von der Observation und von allen, aber nur die Gerichte schreiben sie dagegen, weil natürlich das die Gerichte nicht passt, wenn der Steuerzahler einmal wissen, was da überhaupt gespielt wird und was da für Verfolgung und was da alles läuft. Sollte Cannabis freigeben werden für Leute, die was gesundheitlich brauchen? Unbedingt. Ja. 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 Das soll generell freigeben werden. Die Richterstattung. Ja, also ich habe schon mal gar nicht rein dürfen. Ich habe wegen einem Personalausweis draußen sein müssen. Menschlicher Seite, Namen keiner an, damit man, wenn man so weite Reise von Deutschland antritt, dass man überhaupt rein darf. Ja, und das ist natürlich tragisch, was da passiert. Ich habe selber einen Bekanntenkreis, der ist vor kurzem verstorben an einer legalen Dosis eines Medikaments von einem Arzt. Die Leute, die er nicht vor Gericht gezogen und bestraft dafür, dass jeden Tag Menschen Medikamente ausgeben, wo die Menschen sterben. Und dann wird so ein Mensch bestraft für eine Kleinigkeit. Das ist tragisch. Aber mehr sage ich dazu nicht. Das ist ein tragisches Ereignis eigentlich, aber es geht nach vorn, definitiv durch solche Menschen. Glaubst du, dass es in naher Zukunft legalisiert wird? Jawohl, glaube ich fest daran, ja. Weil einfach, es gibt viele Menschen, die es einfach damit besser gehen. Und das muss einfach die Gesellschaft akzeptieren. Und dann, glaube ich, geht es auch nach vorn. Ich bin der festen Überzeugung. Sollte Cannabis freigegeben werden für die, die was gesundheitlich brauchen? Nein. Nicht. Nein. Die Legalisierung von Cannabis ist eine riesengroße Falle. Achtung, bitte nicht eintapsen. Wir sollten nicht für die Legalisierung von irgendeiner Pflanze eintreten. Wir sollten für die sofortige Delegalisierung von allen Pflanzen eintreten. Es braucht kein Gesetz. Es braucht kein Gesetz für Pflanzen. Delegalisierung. Natur, ne? Die Natur, die steht eigentlich nicht zur Verfügung. Schau, als wäre man gesamt wird. Keine Gesetze für Pflanzen und da fällt halt, sorry für euch, das Cannabis-Admin. Ich brauche kein Gesetz für Gänseblümchen, genauso wenig wie ich für Cannabis brauche. Wir brauchen Kompetenz. Wir brauchen kompetente Leute, die einfach in der Lage sind zu wissen, wie wirkt es. Sonst kann ich gar nicht mitreden. Ja, die meisten, die es verbieten, wissen gar nicht, von was sie reden. Entschuldige. Bist du auch für die Legalisierung von Cannabis, wenn man es gesundheitlich braucht? Ich bin da jetzt nicht der Fachmann. Aber ich bin mir sicher, wenn der Martin sagt, dass das so ist, warum sollte irgendein System irgendwas verbieten, was gut ist? Das ist für mich komplett suspekt. Das war mir früher nicht, aber in letzter Zeit wird man es immer suspekter, wie wir mehr oder weniger bevormundet werden, wie wir unterdrückt werden, nur damit irgendwo die Kohle rein, nur damit das System reich wird, dass die Oligarchen reich werden, nicht damit es ans Menschenglück geht. So rein Fisch. Aber das wird sich in kürzester Zeit lösen, glaube ich. Danke. Sind Sie jetzt für die Cannabis-Freigabe für Leute, die medizinisch brauchen? Ja, ganz sicher. Nur für die, mal für die sowieso. Was? Ganz sicher. Für die Leute auf jeden Fall, ja. Überhaupt für generelle Freigabe. Wer es rauchen will, soll es rauchen. Wer es vertragt. Also ich bin überhaupt da. Auch aus dem Grund dafür, weil ich, was ich mir so gelesen habe, in alten Büchern steht da drinnen, was das für ein Heilkraut hat. Das Kraut ist ein Heilkraut. Und ich glaube, das ist sogar der noch größere Grund, warum sie es einfach nicht erlauben wollen, als die geistige Freiheit, was teilweise auch verschafft.
sie heilt wirklich. Diese Pflanze ist schon bei 1000 Sassen. Und nebenbei ein Schwachzieher und ein Bodenverbesserer. Du kannst einfach so bekloppen miteinander schlagen mit der Geschichte. Das ist, glaube ich, sogar noch schlagender. Also die Pharmaindustrie ist einfach dahinter, dass es nicht erlaubt wird. Und die Exekutive ist dahinter, damit man geistig nicht frei wird. Da ist der Alk dafür besser, weil da tümpfst du dahin in deinem unteren Niveau. Und die Pflanzen machen das anders. Und Monsanto will Giftpflanzen auf unserem Planeten pflanzen. Und der Hanf darf den ganzen Boden wieder herrichten. Ja. Ist einfach, glaube ich, von dem her nur positiv. Verwendet worden auch als und da geht es mir gar nicht ums Rauchen und so. Die ganzen Vorfahren, die ganzen Alpen, wo man das sind und sagt, also die ganzen Alpen sind erobert worden mit Hilfe von Hanfseilen, das stimmt. Louis Trenker und Co., die sind mit dem Eiger gestanden und so. Das ist auch worden, nebenbei gesagt. Der Seuhanf, wo irrsinnige Fasern sind, was ich weiß, und wenig. Wie den kennen zum Beispiel live gesehen, überall angebaut. Da gibt es kein Gesetz. Der Indica und der Seuhanf wird felderweise durch in den ganzen Wüstengebieten angebaut, ohne Probleme. Man fragt sich, warum? In diesem restriktiven Regime. Da haben sie keine Probleme, die Chinesen anscheinend. Ich bin Clubmitglied beim CSC Salzburg. Ach so, ja, passt. Danke. Ich würde hinzufügen, also, dass die Freigabe echt kein Problem ist und dass die Probleme, die da angeblich gesehen werden, einfach nicht existieren, weil Leute wie ich das sowieso nicht vertrauen, die rauchen es auch nicht. Ja. Mhm. Für mich gibt es keinen Grund, ich habe keine Probleme oder irgendwelche gesundheitlichen Mankos, wo man Cannabis helfen konnte. Und darum rauchen sie auch nicht. Und auch wenn es freigeben wird, werden jetzt nicht mehr leider vor allem konsumieren, weil es halt jetzt angeboten wird, sondern es konsumieren nach wie vor dann auch wieder nur die Leute, die es wirklich vertragen, denen es gut tut, ja, und die irgendwelche Probleme haben, wo man zumindest vorübergehend einmal symptomatisch damit was Gutes bewirken kann. Mhm. Danke.